Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich arbeite aktuell für das Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Wittenherdecke. Und was ich Ihnen in diesem Video heute vorstellen möchte, ist das E-Book Selbstmanagement in der professionellen Demenzpflege. Meine Schwerpunkte liegen auf Selbstmanagement und digitalen Wissenstransfer. Digitaler Wissenstransfer bedeutet, das Wissen aus der internationalen Demenz- und Versorgungsforschung via sozialer Medien an professionelle Pflegekräfte, an Entscheider aus der Pflege zu vermitteln, zu kommunizieren. Und dafür nutzen wir unter anderem solche Videos wie das, was Sie gerade sehen. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, mal auf unseren Blog zu gehen, der unter der Adresse www.dialogzentrum-demenz.de zu erreichen ist. Das ist so ein laufendes Wissensmagazin, was wir da betreiben, und alle anderen Social-Media-Kanäle wie Twitter, Facebook, YouTube und so weiter hängen da dran. Das heißt, die laufen sozusagen alle über unseren Blog, den Sie unter der Adresse, die ich Ihnen gerade genannt habe, www.dialogzentrum-demenz.de erreichen. Und vor dem Hintergrund dieser Aktivitäten kam ich vor einiger Zeit auf die Idee, warum nicht mal ein E-Book zum Thema Selbstmanagement und Demenzpflege zu veröffentlichen. Denn ich musste ehrlich gesagt feststellen, als ich mal näher recherchiert habe zu diesem Thema bzw. zu dieser Beziehung, dass es so gut wie keine Bücher gerade zu diesem Themenkomplex gibt. Ja, es gibt eine Menge zu Selbstpflege, zu Selbstmanagement, aber es gibt wenig zu der Beziehung zwischen Selbstpflege, Selbstmanagement und Demenz. Und genau deshalb haben wir uns beim DZD dazu entschlossen, ein solches E-Book-Projekt anzugehen. Man liest es gerade aktuell in den Medien, Pflege am Boden. Ja, darin drückt sich in Deutschland aus, dass die quantitativen Anforderungen an die professionelle Pflege in den Pflegeheimen, Altenheimen, in den Krankenhäusern, aber zum Teil auch in der ambulanten Pflege immer größer werden. Es bleibt immer weniger Zeit für die Klienten, für die Patienten. Auf der anderen Seite nimmt damit auch die Belastung für die einzelnen Pflegekräfte zu. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sorgt man eigentlich für Entlastung? Und wie kann man das auf eine Art machen, die nicht so aufwendig ist? Und wenn man dann noch die Herausforderungen hinzunimmt, die man mit demenzkranken Patienten, Klienten hat, ja, etwa herausfordernde Verhaltensweisen wie Schreien, Rufen, Apathie, Aggressionen, Tag-Nacht-Umkehr, herumwandern, ja, plötzlich in der Nacht wandern diese Menschen herum und sie wissen nicht immer, wann das der Fall ist. Ja, wenn man das alles noch zusammennimmt, dann stellt sich doch ganz klar die Frage, was kann ich heute und morgen für meine Selbstpflege, für mein Selbstmanagement tun, damit ich mich besser fühle, damit der Qualitätsaspekt nicht immer weiter reduziert wird in der Pflege, damit ich für genügend Entlastung, für Ausgleich in meinem Alltag Sorge trage. Und genau mit derartigen Fragestellungen an der Schnittstelle zur Demenzpflege wollen wir uns in dem E-Book beschäftigen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ja, bei meiner Recherche, ist, dass viele Pflegekräfte Selbstmanagement, also den Begriff des Selbstmanagements, eher negativ betrachten. Dabei muss das meines Erachtens nicht so sein, denn es gibt genügend Aspekte des Selbstmanagements, wenn man den Begriff mal nimmt, aus der Managementliteratur, die nicht nur was mit engeren ökonomischen Erfordernissen zu tun haben, die was mit der Frage zu tun haben, wie kann ich meine Produktivität steigern in einem ohnehin schon stressigen Arbeitsalltag, ja? Das heißt also, die quantitative Sichtweise auf Pflege, das verbinden viele Pflegekräfte mit dem Begriff des Selbstmanagements. Ich möchte diesen Aspekt einmal umkehren, diese Relation, und sage, Selbstmanagement bedeutet vor allem Beziehungsarbeit. Ja? Es geht vordergründig um Beziehung und weniger um ökonomische Rahmenbedingungen und weniger um das Selbst oder
Ruhe. Es geht um die Gratwanderung zwischen den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen und Wertevorstellungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den immens kranken Menschen selbst. Das heißt, es geht im Grunde genommen um einen Balanceakt zwischen diesen beiden Polen. Und genau das wird auch in der Managementliteratur zum Teil fokussiert, etwa in dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen A. Covey, ein amerikanischer Managementberater und Bestseller-Autor, der leider 2012 verstorben ist. Bei Covey wird gerade der Beziehungsaspekt fokussiert, die Frage nach Werten, die Frage nach der eigenen Persönlichkeit. Eine zentrale Fragestellung, gerade auch in der Demenzpflege, wie ich meine. Und diese Fragestellung ist dabei von viel elementarer Natur als die Frage nach Techniken und Methoden des Selbstmanagements. Ja, wie kann ich für mehr Entlastung hier oben in meinem Kopf sorgen? Entspannung, Entlastung im Kopf. Oft hat das was auch mit negativen Gedanken zu tun oder mit zu vielen Gedanken, die auf uns niederprasseln. Ja, wir wissen unsere Gedanken irgendwie nicht mehr richtig zu sortieren. Und da greift der Ansatz von David Allen, Getting Things Done, ja, GTD. Wie bekomme ich die Dinge im Pflegealltag besser geregelt? Bei David Allen geht es immer um die Frage, wie ich unabgeschlossene Projekte, unabgeschlossene Gedanken, Ideen, die sozusagen meinen Kopf belasten. Ja? Es kommen permanent neue Gedanken, neue Projekte, neue Ideen dazu. Und wenn ich die nicht beendet habe, abgeschlossen habe, dann belasten die mich immer mehr. Ja? Wie kann ich dafür Abschlüsse sorgen? Wie kann ich Projekte besser beenden? Wie schaffe ich mehr Überblick? Das ist eine wesentliche Frage, weil unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen wichtig und unwichtig. Es priorisiert also erstmal nicht. Deshalb müssen wir uns erstmal klarer sortieren. Und hier schafft David Allen mit seiner, wie ich finde, sehr guten und systematischen Methode Getting Things Done für Abhilfe. Und wenn das alles zu viel ist, weil er sagt, mein Gott, wir müssen im Pflegealltag eh schon so viel dokumentieren, wir müssen eh schon so viel schriftlich festhalten, da sagt dann Leo Babauta mit Zen to Done Zen. Es geht um Aufmerksamkeit, mehr Fokussierung der Gedanken. Man kann diese Methode von David Allen, sagt also Leo Babauta, noch weiter abspecken, noch weiter auf das Wesentliche reduzieren. Und darum geht es gerade auch in der Demenzpflege, um die Beziehungsqualität wieder zu verbessern und mehr Zeit für die wesentlichen Dinge zu gewinnen.